Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von DayZ. Ja, wir haben das letzte Mal doch noch überlebt, ohne zu bluten. Das ist sehr gut, aber wir verhungern wahrscheinlich bald. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir hier irgendwo etwas zu essen bekommen. Wir gehen mal in dieses Haus da vorne. Dann können wir Trost mal ein bisschen laufen. Also, geduckt laufen halt. Nee, die falsche Taste gedrückt. Oh. Oh, und das Beste. Und das Beste. Hallo? Ja, das Beste. Das Beste, das Beste. Nehmen wir das Bajonett raus, oder die Gurke. Nein. Essen. Ich brauche aber Platz. Was ist die Flasche? Tinktur. So. Kann man nicht das Gesamte hier hin tun? Ah, da haben wir noch mehr Platz. Steht es nicht. 6 Stück. View Contents. Das ist jetzt drin. Ah, wir haben es aufgenommen. Deshalb ist das verwirrend. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch etwas zu essen. Wir haben noch keine Ding. Vergiftung oder so. Dann nehmen wir den Helm. Yeah, I have a funny taste in my mouth. Oh, hoffentlich ist das nicht böses, wenn wir irgendwas im Mund haben, das Spaß macht. Was macht denn Spaß? Ist halt funny. I have a funny taste in my mouth. Was bedeutet das? Ich hoffe nichts Schlimmes. Ich habe so Gefühl, dass es Schlimmes ist, was. Irgendwas Schlimmes ist nicht so gut. Ja, mein Mouth-Test fehlt, also nicht ganz so Ding. Also irgendwas habe ich im Maul, das nicht ganz so gut ist. Also falsch wird heißt irgendwie falsch oder so. Komisch. Ja, komisch eher. Wir sterben langsam. Oh. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Dann können wir das auch noch essen? Nein. Essen wir nicht. Wir haben noch keinen, wir haben nur hungry und nass. I'm completely soaked. I notice a weight test. Ich spüre eine komische Berührung. Ah, alles vergilbt und verrottet. Ich denke, hier sind mehrere Spieler in dieser Stadt. Wir müssen schauen, ob es ist ein freundlicher Server ist, ein komplett neuer Server, den ich noch nicht betreten habe. Aber wenn es freundlich steht und nur PvE, dann sollten die Spieler eigentlich freundlich sein und bleiben. Aber es gibt immer wieder solche Leute, die halt so etwas nicht verstehen. Haha. Yeah. Das ist doch mal was. Und das ist ein ballistischer Helm. Wir lassen aber unser Helm. Zwar ist der andere für Krieg gedacht, aber doch nicht so schön
und eher ein bisschen auffällig. So, jetzt können wir hier nach oben, gut. Ein Brandmelder. Sollen wir mal eine Brandgranate werfen? Dann regnet es. Jetzt habe ich schon wieder irgendwo so ein Geräusch gehört. Huh, da bekommt man ja wirklich ein paar. Jetzt heißt es schon wieder, es ist so komisch im Mund, so lustig. Lustig, komisches Gefühl im Mund. Okay, hier geht's wieder raus. Leider auch nichts gefunden in diesem Haus. Und ich denke, das ist auch kein super Loot-Server, also auch kein doppelten Loot oder... Ich hatte einen, der hat 1000-mal Loot. Das will ich gar nicht wissen, wie viel Loot dort überall herumliegen und so. Da fühle ich mich schon nicht mehr so gut. Eine Pepsi bitte. So, gehen wir mal in dieses rote Haus zuerst. Wir sollten nicht allzu viel Geräusche machen. Weil es bedeutet immer irgendwas Schlechtes, wenn wenig Zombies herumliegen, herum sind. Dann sind plötzlich viele Zombies da. Ah, da im Ding ist noch irgendwas. Ein Schulranzen. Und Patronen. Kann ich den nur ersetzen, okay. Hier ist noch eine Sprice. Die nehmen wir nicht mit. Sick, was bedeutet Sick? Sick. Oh, da müsste ich besetzen können. Keine Ahnung, aber es ist hoffentlich nichts Schlimmes. Sick, sick, sick. Fällt mir einfach nicht ein. Oh, hier ist eine... Ist das eine Schule irgendwo? Mache immer zu. So. Jo, jetzt bin ich ganz, ganz nass. Was heißt sick? Hui, könnte ich nur besser Englisch. Ein Sporter. Und jetzt, wie kann ich die Waffe rausnehmen? Mit der 4. Könnte ich jetzt schießen? Ich will es nicht probieren. Drücke ich nochmals die 4 zum Abbrechen. So. Und jetzt bitte langsam. Danke, schön Spiel. Ah, das Spiel. Wäre jetzt gut im Regen, aber nein. Lieber nicht. Wow, wieder eine Dose. Ach, ich will nicht kein Dosenfutter. Ding? Aprikosen? Achso, Pfirsiche, genau. Wir sind voll, wir sind komplett voll. Sport is pristine and it doesn't need to be mented. Also müsste nicht gesäubert werden.
ein Zweier. Brauchen wir überhaupt so einen Topf? Aber für was ist denn dieser Sack? Ja, Seeds. Wir haben noch keine Seeds, dann nehmen wir den nicht mit. Wir finden sicher wieder einen neuen Sack, bevor wir Seeds finden. Und könnten wir dann Seeds anpflanzen? Ich glaube eher nicht. Also wahrscheinlich ist er nur zum Überziehen oder so. Man kann ja gut Säcke als T-Shirt benutzen oder so. Wie geht's uns? Immer noch sick, hungry. Oh Gott. Nicht sehr gut. Wir gehen jetzt mal in diese Werkstatt und dann gehen wir mal raus aus dieser Stadt. Irgendwo in einem Bauernhof oder sowas. Ist nix. So. Und hier ist ein blaues T-Shirt. Ah, ich will nicht hinlegen. Ah, da können wir die andere Taste. Okay, hier ist nichts. Eine Banane, die nehmen wir mit. So, lieber eine Banane als eine grässliche Kartoffel ohne Pommes frites. Also dass es nicht keine Pommes frites ist, sondern eine Ding, also Pommes frites, Fries. Und wir sind sehr, sehr laut, also wahrscheinlich werden wir die Waffe sowieso bald einsetzen müssen. Hier sind doch alles Bauernhöfe, also so kleine Höfchen. Wir gehen mal ins blaue Haus. Wir sind so extrem laut. Wahrscheinlich. Dort ist eine Art Schule. Ich weiß nicht, in der Schule ist nicht so viel. Hier ist ein Krankenhaus. Wir sind so laut. Wir nehmen ein bisschen Alkohol. Können wir nicht. Schade. Ja, dann lassen wir es. Eine Code. Und das ist... IV Start Kit. Sterilisieren. Ich weiß nicht, was ich weglegen soll. So. Wir haben voll den größten Quatsch aufgesammelt. Und irgendwie höre ich da gerade einen Zombie. Machen wir uns ein bisschen in den Kriechmodus. Ein Klebeband-Kit. Kennen wir die? Split Spotter 22. Ich weiß nicht, also da so my clothes soaked drauf.
Hallo? Oh, schön, noch ein Medikit. Das ist Damage, dann nehmen wir das mit. Das ist doch viel besser. Können wir die Sachen auch reintun? Nein. Ein Verband nehme ich noch mit. Können wir es überhaupt? Ja, hier. Wir machen mehr Platz. Wir lassen das hier. Haben wir jetzt ein ganzes. Können diese Banane mal essen. Können wir nicht essen? Können wir die essen? Ja. Eat. So. Aber hungrig sind wir immer noch leider. Ich hoffe, wir werden nicht krank. Das ist das Schlimmste. Morphin. Nein. Wir benutzen kein Schmerzmittel. Sind immer noch hungrig. Werden wir denn einmal nicht hungrig? Ein Green Hoodie Jacket ist natürlich besser. Den können wir nur ersetzen, ja. Also blau heißt wahrscheinlich ersetzen und grün heißt neu etwas mitnehmen. Ich hoffe, hier ist kein Zombie, sonst müssen wir wieder abhauen und ich will nicht wieder abhauen. Oh. Das letzte Mal haben wir richtig Probleme gehabt. Ich höre aber irgendwo ein Zombie. Das ist das Problem. Da vorne ist irgendwas. Wir gehen jetzt in diese Schule, in das Wohnhaus dort. Das Appartement. Wir gehen lieber so wieder. Aber das macht viel, viel mehr Lärm. Das ist blöd. So. Jetzt gehen wir mal hier rein. Und schauen uns mal dieses Wohnhaus an. Das ist doch keine Schule. Es hat nur einen Spielplatz vorne dran. Und was ist das? Ah, das sind Gewächshäuser. Ah, so, und wir haben West. Map of West. Of Nordest. Bunsenbrenner bräuchten wir schon. Dann nehmen wir doch das Band. Ja, wir haben ja hier irgendwas zum Zusammenkleben. Ja. Haben wir ein besseres. Aber ich habe keine Ahnung, ob was besser ist. Aber ich denke schon, das andere. Und hier ist überhaupt nichts. Ah ja, okay, hier geht's wieder hoch, ja. Klongebäude! Genau gleiches Haus, einfach andere Farbe. Und hier ist nicht mal was. Es waren irgendwie 12 Spiele drauf oder 13 Spiele. Wo sind denn die? Sind die alle fortgeschritten irgendwo im Nordwesten? Wenn wir jetzt eigentlich eine dieser Karten aufmachen. Okay. Wir können nur Inspect.
Irgendwie geht es gar nicht. Ich weiß es nicht. Wir sind eben noch gelb überall. Hat's hier irgendwo Zombies? Ich sehe nichts. Auf diesem Server ist einfach mal nichts los. Also gehen wir mal dort hinein, wenn wir können. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Werkstatt mit Radio. Oh, das macht schon viel Lärm. Das ist nicht so gut. Gehen wir hier wieder raus. Eine Mütze. Und hier ist schon besser wieder. Okay, gehen wir mal nach oben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier nichts Gescheites finden. Keine Schuhe, die man aufnehmen kann. Auf dem Balkon ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Und ich bin wieder schon komplett nass. Ja, was ist denn hier? Einen rotten Apple. Apple. Yeah. Cowboy hat. Tja, gibt's nix. Es gibt nix. Was ist das? Die gehören auch nicht hierhin. Brauchen wir überhaupt eine Taschenlampe? Brauchen wir überhaupt ein Bajonetta? Die können wir hier hinlegen. Da war irgendwo grün. Wo ist jetzt grün? Was nehmen wir? Drink. Ja, aber nicht so laut. 67. Oh, wir haben rote Hunger. Das ist nicht so gut. Und jetzt sind wir sick rot. Jetzt haben wir wenigstens Hunger nicht mehr so. You take a swig. Ich fühle mich nicht mehr so gut. Oh Gott. Was heißt sick? Am besten schaue ich mal kurz, was sick ist. Dann komme ich, dann nehme ich wieder auf. Kurz einen Moment. Okay, sick heißt einfach ganz krank. Einfach ganz normal krank. Das hat man eigentlich nie. Das hat man im Englischen eigentlich sonst nie. Dass ich das jetzt das erste Mal höre. Okay, wir sind sick. Wir sind krank. Das ist nicht so gut. Können wir eigentlich irgendwas nehmen für diese Krankheit? Irgendwas von diesem Ding da?
Okay. Offene Wunden. Eine Bandage ist auch offene Wunden. Das ist auch für Wasser. Ja, toll. Weißt du, jetzt sind wir krank und haben nichts zum... Desinfektion. Wenn wir das jetzt trinken, benutzen. Heilt das jetzt Ding? Alkohol nimmt man doch nicht bei Krankheiten. Nö, hilft uns gar nicht weiter. Ach, komm schon. Ich brauche irgendwie irgendwas. Was ist denn das hier unten? Ich sollte nicht mehr so grässliches Zeugs essen. Das tut mir nicht gut. Also hier ist schon mal nichts drin. I feel light healed. Okay, ein bisschen geheilt. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Oh, hier haben wir noch eine bessere Sonnenbrille. Aber die ist kaputt. Ja, die eigentlich auch. Ja, die ist cooler. Ein Cape. Okay, mal nach oben. Also ich denke, man kommt sehr, sehr langsam vorwärts, wenn wir so wie wir halt einfach herumsuchen. Man sollte vielleicht in größere, in schwerere Gebiete gehen, um bessere Sachen zu finden. Ich glaube, die kaputten sind auch nicht so gut zum Trinken, dann nehme ich jetzt die nicht mit. Es gibt nur verfaultes Zeug. Wieso denn? Sind wir hier schon 1000 Jahre alleine, dass immer nur alles kaputt ist? Gibt es nicht irgendwie sowas wie, ja, Fleisch, wir sollten mal jagen gehen oder so. Eine Armbrust müssen wir mal finden, die ist nämlich lautlos oder ziemlich. So, mir ist das jetzt egal. Wieso bin ich so langsam? Ich gehe jetzt weg von dieser Stadt. Diese Stadt habe ich jetzt die Schnauze voll. Na toll. Gehe ich lieber wieder in die Stadt. Ich fühle mich extrem hungrig. Okay, mit einem Bajonett kann man das öffnen. Und jetzt haben wir noch 48 Essen drin. Also suchen wir noch mehr solche alten Dingdosen, Essensdosen.
und gehen dann weg. Ja, Pfirsiche haben wir gefressen. Gekannet, also heißt das irgendwie zugemacht oder heißt das irgendwie so die flüssig, also diese ganz weichen da. Also er hat mich nicht gesehen. Wir könnten dort hoch in dieses Gebäude gehen. Aber ich denke, wir bleiben noch ein bisschen hier. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo ein Zombie direkt auf uns aufmerksam wird. Aber hier waren ja das letzte Mal ein paar Zombies. Hier haben wir auch den Spieler getroffen, den anderen. Der leider dann einfach wieder weggerannt ist. Mal schauen. Also könnte ich noch bereden wegen dem Multiplayer-Zeugs. Also ich würde gerne mit euch ein bisschen zusammen etwas erkunden. Das Problem ist halt einfach, dass ich nicht auf einem Server bleibe und da wahrscheinlich nicht alle mich finden und so. Also ich heiße einfach Sven. Als Spieler. Ihr erreicht mich, wenn ihr mich seht, der Sven. Ich weiß nicht, wie viele Svens hier rumlaufen. Aber fragt mich dann einfach, wenn ihr ein Headset habt, nach Drago Basler und ja, fragt mich irgendwas, was ich wissen sollte. Und wenn dann der Spiel das weiß, dann bin ich es wahrscheinlich. Also ihr fragt mich natürlich etwas Schweres. Aber ich denke nicht. Und ja, bitte nett sein, also mich bitte nicht töten. Davon lebt ja das Let's Play. Und das wäre dann allzu unfair. Vor allem, wenn ich, weil ich noch ein sehr großer Noob in diesem Game bin wahrscheinlich. Und aber es hat mich noch niemand ausgelacht und das ist gut. Also ja, da fühle ich mich ein bisschen happy. So, noch in dieses Haus, dann ist wahrscheinlich die Stadt auch fertig. Oh nein, dort hinten sind noch ein paar. Hier ist ein größeres Haus. Und die Grafik ist wieder mal super schön in der Entfernung. Oh Gott. Da ist die Sky einfach mal 100-mal besser. Mit meinen Grafikmods. Oh, heute Vormittag habe ich wieder gespielt, Skyrim, und das ist mal so episch, wenn du längere Zeit nicht mehr Skyrim spielst, du bist so fasziniert von der Grafik, von den Lichteffekten, also von Lichtmods und alles mögliche, Schattenmods, Nebelmods habe ich drin. Oh, hier ist mal eine Tomate, die ganz ist, aber kaputt. Ja. Hat keinen Sinn so. Sie ist nicht faul, aber sie ist kaputt. So einen Feldstecher haben wir schon. Ja, der ist kaputt. Nein, der. Das sind die gleichen zwei. Nehmen wir nur einen mit. Da oben ist auch irgendwas. Aber ich denke nichts Wichtiges. Eine Mütze. Hallo? Haben wir hier nichts? Waren wir hier schon? Ja, ich denke schon. Hier oben ist auch noch eine Mütze. Okay, schade. Es ist wirklich nichts los in diesem Ort. Dort ist ein Haus mit, also so ein Gartenhaus oder so, vielleicht ist dort irgendwas. In der Werkstatt ist, denke ich mal, nichts, oder? Wenn wir jetzt in den Wald gehen, dann sterben wir wahrscheinlich, verhungern wir irgendwas. Sowas, und das ist nicht gut. Wir sollten eigentlich noch ein bisschen hier sein. Ja, du fühlst dich doch immer hungrig. Du fühlst dich nie ganz. Ah, das ist nur so eine, ein Blechdachhaus. Hier drin ist nichts.
Hier ist wieder was, eine Dose hoffentlich. Nein, das ist irgendwas anderes. Ah. Die sieht denn komisch aus. Was ist das? Ah, eine Hoe, eine Farming-Hacke. Eine Räche. So. Jetzt gehen wir nach oben und hier ist ja zwei Türen. Eine geht nicht auf, die andere geht auf. Komm. Hallo, ich konnte dich doch aufmachen. Oh, ist das buggy. Oh. Ich höre ein Zombie. Es ist blöde ist, die gehen nicht einfach weg. Okay, dann werde ich mich hier oben, ja, ausloggen. Und mache dann auf einem anderen Server weiter. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war halt ein bisschen komisch mit der Krankheit und alles Mögliche. Ich wusste, dass man krank werden kann von diesen Sachen, aber ich hatte ja keine andere Wahl und habt ihr gesehen, ich war sehr, sehr, sehr hungrig und ja. Ja, wir gehen den nächsten Part weg von dieser Dorf, mit dieser Stadt, irgendwo hin, weiß nicht wo, vielleicht einer großen Straße folgen. Und ja, vielleicht finden wir irgendwelche Pneus oder so. Da kann man mal ein Fahrzeug benutzen. Benzin brauchen wir dann noch und weiß nicht, ein Ersatzteil oder so. Aber das kommt alles und ja, ich verspreche, dass ich weitermachen werde, auch wenn ich wieder mal sterben sollte. Und ja. Und wenn ihr Tipps und Tricks habt, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich wäre sehr, sehr dankbar. Ihr dürft jegliches Kommentar ablassen dort unten. Also es ist böse natürlich. Und ja, alles so, was ihr wollt. Ihr könnt mich fragen, wie ich das Spiel so finde. Also ich habe es schon erzählt. Es ist halt noch sehr früh. Es ist eine Early Beta, eine frühe Beta. Oder eine frühe Alpha. Genau. Also da kann man nicht böse zu diesem Game sein und das ist ja, sind ja eher so Hobbyentwickler, nicht ganz oder erst neue Entwickler mit einem Entwicklerstudio und da ja, hier haben wir sogar einen Hardcore-Server. Zombieland German. Okay, eben. Ich hoffe, das Spiel wird besser, aber es ist jetzt schon gut genug, um ja ein Let's Play zu machen auf längere Zeit. Es ist halt ein Let's Play, wo nicht so actionreich ist und ja. Aber das hoffentlich hat auch seine Vorteile und ich finde auch genug Spieler, die das mögen. Aber es wird schon gut geschaut, also dafür Daumen nach oben. Und ja, Dankeschön. Und jo. Dann sehen wir das nächste Mal wieder und jo. Ich schaue, dass ich jeden Tag ein oder mehrere Parts von DayZ hochladen kann. Muss ich schauen und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.